Moin zusammen. Ja, wie ihr seht, wir haben hier unten ein kleines Problemchen, nämlich Schimmel. Und wie das Ganze hier hinter dem Schrank aussieht, ich kann es mir vorstellen. Ja, und wie erwartet, auch hier ordentlich Schimmel an den Wänden. Liegt natürlich daran, wir sind hier in einem Schlafzimmer, da entsteht sehr viel Luftfeuchtigkeit, gerade über Nacht oder auch in einem Badezimmer. Und gerade hinter solchen Möbeln herrscht wenig Luftzirkulation und dadurch kann sich natürlich Schimmel ausbreiten. Auch ein Bereich, wo häufig Schimmel entsteht, ist eine solche Außenecke wie in Fensterleibungen. Da ist natürlich dann die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in der Luft irgendwann kondensiert, auf der Fläche verbleibt und dann auch da mit der Zeit eben Schimmel entsteht. Hohe Luftfeuchtigkeit können wir in solchen Räumen natürlich nicht vermeiden, aber wir haben die Möglichkeit, sie in solchen Clean-Air-Platten zu speichern. So bleibt die Wandoberfläche dauerhaft trocken und Schimmel hat mit der Zeit eben keine Chance mehr. Apropos Schimmel, den müssen wir natürlich vorher erstmal fachgerecht entfernen und dann kann ich starten, die Platten zu kleben. Für die Verklebung der Clean-Air-Platten benötigen wir erstmal den Entkopplungsstreifen. Den kleben wir an alle angrenzenden Bauteile an. Danach folgt dann die Verklebung der eigentlichen Platten. Das machen wir mit dem Clean-Air-Klebespachtel. Als erstes zahne ich den Clean-Air-Klebespachtel auf die Wandfläche auf. Danach muss ich dann noch die Rückseite des Clean-Air-Panels mit dem Kleber einmal überspachteln, einmal abbohren und kann diese dann auf die Wandfläche aufbringen. Achtet bei der Verklebung der Platten nochmal drauf, dass Kreuzfugen vermieden werden und dass die Stöße zum Schluss noch einmal verspachtelt werden. Ja, wie ihr gesehen habt, brauchen wir für das Clean-Air-System eigentlich nur drei Komponenten. Das ist einmal der Entkopplungsstreifen, der kommt an alle angrenzenden Bauteile. Dann brauchen wir einmal den Klebespachtel für die Verklebung und für die nachfolgende Verspachtelung der Fläche. Und natürlich das eigentliche Clean-Air-Panel. Das besteht aus einem Bläglasgranulat. Man sieht auch sehr schön hier an der porösen Oberfläche oder Struktur, dass diese eben Feuchtigkeit aufnehmen kann und nachher zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgehen kann, obwohl sie nur 10 mm stark ist. Zusätzlich ist diese Platte stark alkalisch und das bietet eben dem Schimmel auf der Oberfläche keinen Nährboden. So, und weiter geht's jetzt mit dem Rest. So, der Kleber ist jetzt über Nacht getrocknet. Dadurch, dass wir die Stöße verklebt haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, mit dem Klebespachtel die ganze Fläche einmal ohne Armierung zu verspachteln. Dazu müssen wir allerdings vorher einmal die Entkopplungsstreifen in den Ecken bündig abschneiden und das machen wir jetzt mal. So, auch die Spachtelmasse ist jetzt über Nacht getrocknet. Das Ganze wird jetzt einmal geschliffen und dann, ganz wichtig, im silikatischen System weiter bearbeitet. Das heißt Silikatgrundierung und die Schlussbeschichtung nachher auch silikatisch in weiß oder farbig. Alternativ können wir dann auch die Putze unserer Indecor-Serie nutzen. Und wie man sieht, sieht man nichts. Zusätzlich im System gibt es noch den Clean Air Keil, um zum Beispiel angrenzende Wand- und Deckenflächen optimal ins System mit einzubinden. Und das Ergebnis mit Clean Air? Dauerhaft schimmelfreie Oberflächen.